Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt es im Thumbnail schon gesehen. Ich weiß nicht, ob die Miner jetzt schon rocken oder auch nicht. Ihr seht, ich habe die jetzt schon auf Level 2 und bin ja aktuell dabei, die auf Level 3 hochzuziehen. Das dauert jetzt auch noch ein paar Tage, nämlich 6 Tage, 23 Stunden. Und ich habe danach eigentlich vor, den Heilzauber zu den Minern hochzuziehen. Also, wir sparen so ein bisschen Elex und geben jetzt natürlich ein bisschen Elex auf, aber mal gucken, ob wir einen Gegner hier jetzt finden. Auf die Kürze. Ihr kommt natürlich auch clankriegsmäßig nicht zu kurz hier. Ich habe einiges für euch im Repertoire. Und wir gucken aber trotzdem mal rein. Ich lege so ein bisschen mein Augenmerk hier, ja klar, auf Elex. Und immer so ein bisschen auf dunklem Elex. Da ich es ja auch immer mal wieder gerne verspende. Aber schauen wir mal rein. Oh, das ist echt wenig hier, muss ich mal so sagen. Und mal sehen, wann die Lupe hier aufhört. Okay, ich würde sagen, den rocken wir einfach mal. Ihr seht das ja, wie ich so ein bisschen meine Truppen ausgebildet habe. Ich habe ein bisschen Queenwalk, ich habe ein bisschen König, ich habe ein paar Magier und auch mal wieder ohne Ende Mauerbrecher dabei. Und ich würde sagen, wir gehen von hier aus rein. Mal schauen, wie weit wir hier mit der Queen hier kommen und unseren paar Mauernbrecher, die müssen hier in jedem Fall jetzt reingehen. Jawohl, das tun sie auch. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Und dann machen wir hier mal so ein bisschen unseren Funnel an der Stelle. Ich denke mal, oh, na komm, Queen, jetzt wieder zurückgehen. Ja, das macht sie auch. Wunderbar. Das sieht schon mal gut aus. Keine Clanburg-Truppen. Ja, wunderbar. Richtig krass. Oh doch, da kommen welche. Oh nee. Shit, shit, shit. Also müssen wir die doch mal ein bisschen ragen hier an der Stelle. Da kamen ja doch so ein paar Clanburg-Truppen raus und dann hauen wir hier jetzt doch nochmal unsere restlichen Mauerbrecher rein. Und die Queen ist leider schon gestorben. Ja, macht nichts. Dann nehmen wir hier unseren König. Dann lassen wir, also manchmal reagiert das Tab auch nicht wirklich gut. Aber wir lassen hier jetzt einfach den König mal reinrennen mit den Heilern und den restlichen Magiern hier. Das ist alles nicht so schlimm. Und ich würde sagen, wir räumen jetzt mal von hier auf mit ein paar Minern und ziehen hier jetzt noch eine ganze Masse hier hinterher direkt in die Mitte rein. So, 2 Stück noch. Und dann können die hier jetzt mal rocken. Richtig mal abrocken. Mal gucken, ob die das auch machen. Ich heile die hier jetzt schon mal durch, weil natürlich die Infernos nicht so ganz so doll die Miner hier in Beschuss nehmen können, vor allen Dingen nicht, wenn das so viele sind hier an der Stelle. Und da schauen wir mal, das sieht noch ganz gut aus, aber oh nee, da kriegen die jetzt extrem viel Beschuss. Ah, so richtig eine tolle Truppe, glaube ich, für einen Clan War ist das noch nicht. Es kann natürlich auch sein, dass der Angriff von mir hier suboptimal war. Und mal schauen, ob ich hier überhaupt noch irgendwie die 50% jetzt schaffe. Oh, da sind die doch noch am Dunklen in der Mitte. Na komm, na, die schaufeln nichts mehr. Okay, die schaufeln nichts mehr. Dann nehmen wir uns mal hier die Bauhütte mit. Und, das wird jetzt richtig schwierig. Oh, 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 oh. Das wird richtig schwierig. Mal sehen, ich glaube, die zweite Bauhütte hier. Mal sehen, kriegen wir die noch? Ja, die kriegen wir noch. Dann setzen wir den zweiten Bogi da noch hin. Und dann ist das schon mal unser erster kleiner 50% gewesen. Das gebe ich in jedem Fall nicht auf. Hier mit den Minern. Da müssen wir mal gucken. Und da müssen wir in jedem Fall was tun. Ah, mal schauen. Ich werde in der Zeit, wo ich euch das zeige. Na komm. Also manchmal reagiert das Tab hier nicht. Booste ich einfach mal meine Helden. Dann können wir uns so ein bisschen im CK umschauen. Im letzten CK zumindest. Denn den letzten CK haben wir ja relativ hoch gewonnen. Das lag aber auch daran, dass der Gegner hier unten sehr, sehr geschwächt war. Denn er hatte hier unten die letzten 3 Bases, waren alles RH8 Bases. Und bei uns startet das ja bei RH9. Das heißt, da kannst du nicht wirklich gegen anstinken. Also da ist es schon wirklich, wirklich schwer, etwas zu machen. Außer du schaffst das irgendwie
oben zu kompensieren. Aber ich habe mir hier überlegt, mit meinem Alex-Account, den ich immer noch habe, er hat ihn noch nicht zurückgefordert, der Donnerbengel ist ja mittlerweile weg. Er bespielt seinen Account komplett wieder selber und habe mir gedacht, hier, die Base hier nach wie vor eine fucking Internet-Base und die machst du so, wie es sich gehört, nämlich mit Magiern, mit den Golems und mit Hexen. Ja, denn es ist immer noch eine Base, ihr seht das, ich habe immer noch einen Golem und zwei Hexen über und auch noch Mauerbrecher. Die starten sicherlich gleich, aber ich kann erstmal richtig schön eine Seite hier oder beziehungsweise die ganz lange Seite clearen. Jetzt gehen die ganz behende hier mal durch. Queen noch am Start. Der Golem tankt richtig gut und da geht die Queen jetzt schon ein bisschen in die Mitte, hat schon mal die Platte weggemacht. Sah ganz gut aus, also ich war an dieser Stelle hier immer noch sehr, sehr zuversichtlich. Hab jetzt schon den dritten Golem mit reingeholt und auch meine Clanburg, das waren Bowler an der Stelle. Mal sehen, der Babydrache setzt uns hier unten zwar ein bisschen hart zu, aber wir haben hier natürlich die Masse der Truppen hier oben am Start und da gehen die ersten Truppen jetzt schon rein. Vor allen Dingen die Queen geht hier jetzt schon voll in die Mitte mit so ein bisschen Hexenvolk. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt, muss ich sagen. Aber nach wie vor, glaube ich, kann man diese Base genauso in der Form machen. Hier guckt euch die Queen an, immer noch voll im Futter und gegen so einen Level 1 X-Bogen. Ja, nicht wirklich stark. Also da rockt dieses... rockt diese Kombi schon und oben habe ich noch einen Golem am Laufen und noch ein paar Hexen, das sieht man hier jetzt, die machen jetzt auch hier den restlichen Flächenschaden, da ist er weg, jetzt gibt es nur noch punktuellen Schaden hier auf diese Truppen, aber hier in der Mitte, schaut mal, meine Queen mit den Hexen hier, richtig krass am Regeln und also wenn ihr solchen Weg seht, macht die ruhig so. Nach wie vor ist das die richtige Truppenkombination mit Golems, paar Wizards, ein paar Hexen und ja, natürlich neuerdings die Bowler hier im Gepäck und dann werden das ganz locker 3 Sterne. Aber wir angeln uns mal ein bisschen höher rein. So, bevor wir das machen, fordere ich eben einmal nochmal Truppen an meiner Gift. So, hier bauen wir nochmal ein paar Miner. Ich werde diese Truppe in jedem Fall so ein bisschen trainieren. Das hat einfach den Hintergrund, dass die, ich will einfach mal checken, ob ich die nicht schon im Clankrieg irgendwann mal benutzen kann. Wieso geht es hier nicht weiter? Also manchmal reagiert dieses Tablet nicht. 29, okay. Dann gucken wir weiter in den Clankrieg rein. Warlock. So, da waren wir eben ja beim Alex hier stehen geblieben an der Stelle und schauen mal, wie wir hier weitergemacht haben. Das ist der Swash hier, ist ein RH10 auf ein RH9 hier, nee, ist auch ein RH10, aber so ein sogenannter 9,5er. Naja, ist immer grenzwertig, da musst du immer mit rechnen, dass du gedreiert wirst, aber ich habe es auch nicht gepackt, eine 9,5er hier zu dreiern. Hab aber mal so ein bisschen was probiert, denn nach wie vor diese Truppenkombi Hexen und Bowler, das liegt mir nicht. Hab auch in den Kommentaren vernommen, dass ihr manchmal mit meiner Musik nicht ganz einverstanden seid, die ich im Hintergrund so abspiele, aber ja, ich meine, zum Musik hören gibt es andere Channels und hier wird geclasht und die Hintergrundmusik hat einfach nur einen Grund, nicht um euch zu unterhalten, sondern eher meine kleinen Sprachpausen hier so ein bisschen zu unterstützen. Und ob da dann langweiliges Gedudel ist oder richtig knackige Non-Copyright-Musik, wie man sie ohne Ende hört in den Spielen. Also ich bin ganz ehrlich, ich kann sie an der Stelle nicht mehr hören. Okay, da war ich gerade so ein bisschen einmal weg und musste kurz was holen. Entschuldigt bitte dafür. Ich hatte ja in meinem letzten Video auch aufgerufen zur Clash Köln. Clash Köln heißt gar nicht, sondern zur Local Clash in Köln. Uns fehlen immer noch 2 Spieler. Ich glaube, wir haben einen mittlerweile gefunden. Einen zweiten und einen dritten Spieler suchen wir nach wie vor. Der Mastengo und ich sind zurzeit so ein
bisschen alleine da auf uns gestellt. Also ein RH10, ein RH11 und ein RH9 haben wir. Wir suchen noch einen RH9 Spieler und ein RH11 und ein RH8 Spieler. Entschuldigung. Ich hatte ja gesagt, ich stelle meine Accounts gerne zur Verfügung. Die könnt ihr bespielen, wenn ihr wollt. Voraussetzung ist 16 Jahre alt, Discord-Account. Und dann schaut in meinem Video vom Vortag rein. Da habe ich euch sämtliche Sachen einmal verlinkt. Und wir sind so ein bisschen, ja, man ist ein bisschen geknickt. Ne? Du trittst an irgendwo und sagst, jawohl, wir haben 5 Leute. Aber haben dann an der Stelle eigentlich, na, tatsächlich rechnet man ja, man rechnet irgendwo mit einer Absage. Ich habe auch erst gedacht, ach du Shit, nee. Ich habe nämlich einen Dienst an dem Samstag. Ich hätte Bereitschaft, aber ich habe sie weggetauscht bekommen. Und das freut mich natürlich. Danke nochmal an meinen Arbeitskollegen, dass du mir den Dienst am Samstag zumindest bis in die Nacht oder sogar, ich glaube, bis in den Sonntag abnimmst. Das ist sehr, sehr super und sehr, sehr nett. Man revanchiert sich dann. Ich werde dann irgendwann einen seiner Tage von der Bereitschaft übernehmen. Das ist überhaupt keine Frage. Und deswegen kann ich auch nach wie vor, mein Plan ist, ich fahre nach Köln, wie auch immer. Und wenn es denn als Ersatz RH10 ist, dann ist es halt so. Aber ich würde wirklich, wirklich gerne teilnehmen. Würde die vielen, vielen Clasher aus Deutschland, die dort am Start sind, gerne kennenlernen. Es gibt auch ein paar, die werde ich sicherlich dann in dem Vorlog zeigen, den ich geplant habe. Das ist auch ganz witzig. Ich plane einen Vorlog und weiß noch gar nicht, wie ich den mache. Ja, denn ich habe nur so eine billig Kopie GoPro und habe aber, ja, ich habe schon ein ganz nettes Handy, mit dem kann man das auch ganz gut machen. Aber dennoch habe ich das noch nie gemacht. Ich habe noch nie selber irgendwo Videos aufgenommen. Ich habe das ganze Equipment habe ich mir mal gekauft, einen Stab, ein Stativ, Mikro extra dabei und. Aber ich habe es noch nie selber benutzt. Deswegen ist das echt, das wird eine richtig lustige Sache. Also nicht nur vom Aufnehmenden, der überhaupt keinen Plan davon hat, wie man das eigentlich macht, sondern ich freue mich einfach, dass wir schön clashen können. Und ich finde es richtig, richtig witzig, wie sich die Truppen hier erstmal versuchen, durch die Mauer zu schlagen. Ah, dann packen sie es nicht. Und mal gucken, wie der Mast hier weitermacht. Oh, ich habe kleines Leck hier im Wireless LAN. Das geht aber noch. Ihr seht so ein bisschen an meinen doofen Rändern nach wie vor. Aber ich habe es ja, glaube ich, versucht raus zu retuschieren. Oder ich lege da einen netten Rahmen rum. Den finde ich im Moment noch nicht. Deswegen denke ich mal, sind das trotzdem schöne Angriffe hier. Der Inhalt bleibt ja der gleiche. Ob jetzt nun mit den schwarzen Rahmen rechts und links. Aber das war schon eine ganz knappe Kiste hier vom Mustango. Hat er auch am Ende gesagt, hat gesagt, meine Herren, entschuldigt, das war eine richtig heavy Base hier. Und die Walküren, die er dann auch im Backend hat, die liefen auch irgendwie liefen die scheiße. Aber dann plötzlich kamen die dann doch noch in die Base rein. Aber guck erstmal den Bowler hier zu. Ich denke mal, das ist noch vertretbar hier. Ja, der Funnel ist noch ganz gut. Jetzt ja, zweite Sprung schon da rein Richtung Rathaus. Der liegt also gerade so noch über den letzten Mauern. Und jetzt kommt er schon so ein bisschen behende hier mit seinen Walküren rein. Er schafft es jetzt auch, in die Mitte zu kommen. Und dann habe ich nur gedacht, na, fällt das Rathaus wohl? Gucken wir mal richtig nah ran hier, wie knapp das eigentlich war. Bei dem, oh, jetzt fällt das Rathaus, Donnerwetter. Alter, da war aber alles hier notwendig, damit dieses Ding hier noch fällt. Ward noch dabei, okay, der Ward jetzt ganz alleine da, alle Valkis weg, alle Heiler weg. Also hier in der Mitte, seht ihr auch selber, da gibt es richtig Beschuss. Und deswegen glaube ich dem Masse gerne, dass das hier ein Arbeitssieg war mit den Bowlern und den Valkyren. Also das war schon richtig, richtig spannend. Zu dem Zeitpunkt haben wir aber schon gut geführt und da war uns der Sieg letztendlich nicht mehr wirklich zu nehmen hier. So, mal sehen, wo die jetzt noch als letztes hinschießt hier, die Adlerlev. Ah ja, okay, da ist der Kampf auch vorbei. Also, tolles Ding hier nach wie vor vom Mustango auf die Nummer 4. Und wir schauen jetzt hier oben den King
Arthur noch an als allerletzten Angriff hier. Also auch wieder hier ein schöner CK. Und ob die meiner taugen oder nicht. Ich mache gleich noch einen Farmangriff. Ich muss das einfach mal feststellen, ob man die jetzt gebrauchen kann in RH10 kämpfen oder ach, man lässt es erst noch. Ich lasse die jetzt mal auf drei wachsen, denn ich habe die bis zu dem Angriff eben noch nie benutzt. Ich habe zwar mal 2, 3 mitgenommen, so aus Verlegenheit, um die Truppen voll zu machen, aber so wirklich habe ich die noch nicht benutzt. Und hat halt jetzt gedacht, nach dem kleinen Healpoint-Zuwachs und den DPS-Zuwachs, also auch die DPS ist so ein bisschen increased worden, also erhöht worden, na, könnten die ein bisschen was taugen und mit zusammen den Heilzaubern, wenn die keine Infernos mehr haben oder Infernos zu machen haben, dann kannst du da irgendwas mit reißen, aber sicherlich ist das nach wie vor nicht ganz einfach. So, mal schauen, ob wir nicht noch einen Gegner hier finden, denn ich will ja nach wie vor so ein bisschen die Miner hier abchecken, ob die im CK was taugen oder ob die nicht taugen. Also schauen wir mal rein. Ich habe volle Truppen hier und dann gucken wir mal. Feind, ihr Gegner. Ist ja so ein bisschen Englisch. Oh, das ist eine krasse Base. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ah, der Elber wäre jetzt nicht schlecht gewesen, der war gar nicht mal so stark. Aber gucken wir mal. Ja, es geht so. Gutes, dunkles, aber zu wenig Elex. Ich suche hier an der Stelle wirklich viel Elex, dass ich meinen Heilzauber in jedem Fall auf Level 7 machen kann. Und der hat immer noch nichts. Also müssen wir noch ein bisschen ran hier. Gucken wir mal. Das ist ein Elver, der ist sicherlich cool, aber hat doch ein wenig zu wenig Elex hier für uns. Na, mal gucken, ob wir nicht noch was finden. Ja, oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus hier. Ich glaube mal, den gehen wir an hier mit einem Queen Walk von hier unten über die Bauhütte. Ich kann mir das vorstellen, dass wir da ganz gut in die Base reinkommen. Mal gucken, ich droppe die hier mal 4 Heiler hinterher. Und dann schauen wir mal, ob die hier irgendwas reißen kann. Den einen Magier noch. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber, oh, viel zu viel Mauerbrecher hier verbraten. Viel zu viel Mauerbrecher verbraten. Für die Ecke, denn ich habe jetzt gleich gar nichts mehr für mein normales Squad, so will ich es mal benennen. Die Queen geht hier noch ganz behende mit dem Magier durch. Das sieht noch gut aus, die kriegt kaum Beschuss hier. Ein bisschen vom Magierturm, ein bisschen vom Bombenturm. Das ist noch absolut in Ordnung an der Stelle. Mal sehen, ob die jetzt nach rechts oder nach links geht. Ich denke eher, sie geht nach rechts. Denn die nächsten Gebäude nach dem X-Bogen hier werden in jedem Fall auf der rechten Seite sein. Ja, wie ich es auch vermutet habe, genauso geht die. Ah, mal gucken jetzt die La und der X-Bogen sicherlich. Ja, das auch noch. Aber jetzt gleich kommt der Inferno dazu. Ah, ich weiß gar nicht warum. Wieso habe ich den jetzt gerade gezündet? Das war doof. Jetzt kriegt die nämlich keine Heilung mehr. Den Inferno macht die erst recht nicht. Das ist ein Single. Oh, der ist ja tödlich. Oh, der ist tödlich. Oh, der Single Inferno ist an der Stelle tödlich. Meine Heiler gehen jetzt zwar so ein bisschen auf mein normales Squad rein, aber mal sehen, ob ich da überhaupt noch mit dem King und mit den paar Magiern in diese Base reinkomme. Ich muss jetzt schon meine Miner schicken und mal gucken, wo die so rumeiern. Ich sehe die immer noch nicht. Ah, jetzt ist der King durch. Okay, da haben wir jetzt... Ah, den haben wir nicht gefriest, den Single Inferno. Ah, das ist natürlich Mist, der hat meinen King im Fokus. Okay, der King ist Geschichte. Und wo sind meine Miner?
Ja, so ein paar gehen nach innen, sehe ich, aber ich sehe den Rest hier im Moment überhaupt nicht. Okay, die sind am Rathaus. Schaffen sie das? Nee, schaffen sie nicht. Wo sind denn meine restlichen Miner? Ich meine, das waren 28 Stück und, da oben sind die. Da oben sind die. Okay. Ah, das müssen wir noch üben. Da haben wir hier die 2% oder die 2%. Den einen Stern geholt hier. Das machen die noch ein bisschen so. Ein bisschen das Lager. Na, mal gucken, ob die noch das Elex hier kriegen. Ich lenke jetzt nochmal oben ab mit meinen beiden Bogenschützen. Die kommen jetzt. Oh, nee, das klappt nicht. Die sind so schnell down. Die sind so schnell down. Das war nichts. Das muss ich in jedem Fall noch üben hier. Aber ich denke mal, der Angriff hier an der Stelle war gar nicht mal so schlecht. Ja, mit dem Bonus kann ich damit leben und ich denke mal, wir bleiben hier nach wie vor am Ball hier. Ich bleibe hier mit den Minern am Ball, level einfach ein bisschen weiter, zeige euch nach wie vor CKs. Ich erinnere nochmal an die Local Clash und würde sagen, bis dahin, euer Toto Clasht.